Unser Widerstand ist unser größtes Gut. Die Visionen, die wir träumen, aus Fantasie erwachsen Bäume. Schau jetzt nicht weg, bewahr dir deinen Mut. Dann einen herzlichen Applaus für Dr. Koranek! Hallo Berlin! Seid ihr genauso friert wie ich, habe ich eine gute Nachricht für euch. Ich werde die ersten 6 Seiten meiner Rede einfach zu den Akten legen. Weil die Vorgänger haben einfach zu viel Zeit gebraucht. Das wird vielleicht einen kleinen Bruch in meiner Rede machen, aber ich werde es trotzdem machen. Wir fangen also mittendrin an. Eine starke Wirtschaft, und ich stehe hier für die Wirtschaft, braucht Anreize und Motivation. Genau das Gegenteil wird in diesem Land seit einigen Jahren praktiziert. Immer weniger Brutto vom Netto, immer weniger Netto vom Brutto und damit immer weniger Anreize, überhaupt noch mehr als das absolut notwendige Minimum zu tun, mit der Folge, dass Leistungsträger in Scharen das Land verlassen. Die Leistungsträger, die noch hier geblieben sind, kehren den Staat mental den Rücken und ziehen sich zunehmend ins Privatleben zurück. Die DDR ist bei gleicher Mentalität und ca. 70% Staatsquote final pleite gegangen. Die Bundesrepublik ist aktuell mit steigender Tendenz schon bei 52% Staatsquote. Und in der Mentalität sind wir auch nicht mehr seitwärts von der DDR entfernt. Das Kaiserreich kam übrigens vor 120 Jahren mit 13% Staatsquote aus. Und dies, obwohl es damals keine EDV gab und ein sehr, sehr großes Militär unterhalten werden musste. Wir müssen lernen, in Zukunft nur noch das zu verteilen, was wir auch erwirtschaften. Wir können es nicht leisten, Wumms, Doppelwumms und Superwumms aufzulegen, weil da steckt nämlich gar nichts hinter, außer gedrucktes Papier. Wir brauchen, um der nächsten Generation die Zukunft nicht zu klauen, die strikte Einhaltung der Schuldenbremse. Ergänzt um eine vorzuschreibende Höchstgrenze, die muss im Gesetz stehen, für die Staatsquote von maximal 30%, das funktioniert in den anderen Ländern auch. Denn Wertschöpfung und Wohlstand kommen nicht durch staatliche Gängelung, Umverteilung und Gelddrucken zustande, sondern wie der Name schon sagt, durch Wertschöpfen. Das heißt durch Arbeiten, persönliches Engagement und Einnahmen und Eingehen unternehmerischer Risiken. Aber nachdem mit dem Bürgergeld ja bereits ein weiterer Schritt in Richtung Abschaffung des Leistungsprinzips vollzogen wurde, kommen die Wirtschaftsweisen bereits mit neuen sozialistischen Schrott um die Ecke. Steuererhöhung auf breiter Front, Zwangsabgabe auf Vermögen und faktische Enteignung des Familienbesitzes im Erbfall. Was kommt wohl als nächstes Vorschlag dieser Pseudo-Weisen, über deren Qualifikation diejenigen, die in der Wirtschaft reale Verantwortung tragen, nur müde lächeln können? Und die FDP? Sie macht dieses grün-sozialistische Experiment immer noch mit. Wobei der Unterschied zwischen FDP und FDJ auch jeden Tag kleiner wird. Kein Wähler ist in diesem Land seit 1933 so sehr getäuscht worden wie der Wähler der FDP in den letzten 12 Monaten. Die FDP hat in der Koalition dieser Ehren nichts zu suchen. Aber gegen all dies formiert sich jetzt nun bundesweit massiver Widerstand. Er formiert sich auf der Straße, an den Stammtischen, in den Vereinen und unter den Mitarbeitern in den Betrieben. Mitarbeiter, die von der Abwanderung der bis dato fest am Standort Deutschland verbundenen Großindustrie betroffen sind. Sie müssen tatenlos zusehen, dass Firmen wie BASF, VW, BMW, Daimler, nur mal ein paar ganz konkrete Namen zu nennen, ins Ausland abwandern. Und zwar nicht mit Teilen, sondern mit dem ganzen Konzept. Und deshalb, weil sie am Standort Deutschland unter diesen absurden Bedingungen keinerlei Möglichkeit mehr für eine wirtschaftliche Entfaltung sehen. Auch die Mitarbeiter in den meist zahllos geprägten Zulieferbetrieben, in den Bäckereien, in den Einzelhandelsgeschäften und der Gastronomie müssen zusehen, ohnmächtig wie ihr Chef seit 2020 tagtäglich gegen das wirtschaftliche Aus ankämpft. Diesen Mitarbeitern steht klar vor Augen, was dieses Aus auch für sie persönlich bedeuten wird. Denn unter diesen elenden Rahmenbedingungen wird in Deutschland auf lange Zeit niemand mehr ein Unternehmen gründen und neue Arbeitsplätze schaffen. Derweil verkündet Wirtschaftsminister Habeck in Südafrika stolz, dass sich die Anzahl der Windräder in Namibia auch mit Hilfe von deutschen Steuergeldern von aktuell 3 auf ein paar 100 erhöhen wird.
Herr Habeck, dem deutschen Michel sind die Anzahl der Windräder in Namibia scheißegal. Der deutsche Michel erwartet von seinem Wirtschaftsminister, dass er alles tut, damit dieses Land in den nächsten 2 Jahren nicht komplett zusammenbricht. Aber was bisher wenig bekannt ist, es formiert sich unter den Unternehmern in diesem Land massiver Widerstand. Und zwar außerhalb der sie kontrollierenden IHKs und Handwerkskammern, diese Clubs, die man wirklich einfach abschaffen könnte. Und so haben sich in den letzten Monaten, beobachtet von unserer Bundesgesinnungsministerin Nancy Faeser und ihrer Stasi 2.0-Truppe, mutige Unternehmer zusammengefunden, die dem wirtschaftlichen Untergang dieses Landes nicht mehr länger tatenlos zusehen werden. Diese Unternehmer haben nach dem Hambacher Fest vom Mai 2022 mit viel Mut und viel privatem Kapital angefangen, eine Struktur aufzubauen, die erstmals vor 4 Wochen in Frankfurt zusammenkam. Dort trafen sich 35 Vertreter lokaler Unternehmenscluster. Jedes dieser Cluster steht dabei für ein paar Dutzend bis zu über 1000 Unternehmen, von der Ein-Mann-Ich-AG bis zum Großindustriellen mit 4000 eigenen Mitarbeitern. Bestand von gestern sind es ca. 9000 Betriebe mit deutlich über 100.000 Mitarbeitern, die sich unter dem Dach von Deutschland steht auf, in ihrem Widerstand zusammengefunden haben, und es werden jede Woche mehr. Wir Unternehmer haben die wirtschaftliche und zusammen mit unseren Mitarbeitern auch die politische Kraft und auch die Verpflichtung gegenüber der nächsten Generation, dieses am Boden liegende Land wieder auf die Beine zu stellen. Denn wir Unternehmer sind es, die zusammen mit unseren Mitarbeitern als schlagendes Herz dieses Land tagtäglich am Laufen halten. Habeck würde jetzt sagen, naja, kein Problem, wenn das Herz aufhört zu schlagen, ist man ja noch lange nicht tot, ne? Das stimmt, Herr Habeck. Man kann den sterbenden Körper an der Herz-Lungen-Maschine mit weiteren Sondervermögen noch ein paar Monate lang im Koma halten, bis auch der Rest des Körpers draußen rum komplett verfault ist. Und was danach kommt, naja, dafür haben wir gerade das Bürgergeld erfunden. An die Unternehmer, die bisher alles mit geballter Faust in der Tasche ertragen haben, geht auf die Internetseite von Deutschland steht auf und schaut, welches Cluster sich in eurer Umgebung befindet. Dort gibt es eine Karte, in der alle Cluster verzeichnet sind. Nur wenn es im Umkreis von 20 Kilometern um euren Ort noch kein solches Cluster gibt, dann bildet selber ein solches Cluster, kommt aus eurem Wohnzimmer raus und zeigt Aktion. Unser nächstes Etappenziel bis Ende Februar, warum Ende Februar, komme ich gleich drauf, sind 500 bundesweite Cluster mit mindestens 20.000 Unternehmern und 400.000 Beschäftigten. Und damit komme ich jetzt abschließend zu der spannenden Frage, was kann und wird diese Struktur in den nächsten Monaten bewegen? In dem Bewusstsein, dass die folgenden 2 Sätze die Geschichte der Bundesrepublik verändern werden, sage ich jetzt Folgendes. Wir, die im demokratischen Widerstand vernetzten Unternehmer, fordern hiermit die FDP mit Ultimatum zum 28. Februar 24 Uhr auf, aus der Ampelkoalition auszutreten. Wenn dies bis zum Ablauf des genannten Ultimatums nicht vollzogen ist, werden wir am 28. Mai, dem 191. Jahrestag des Hambacher Festes, Tausende von Unternehmern aus ganz Deutschland, Schulter an Schulter mit Zehntausenden ihrer Mitarbeitern, in weiß gekleidet zum Hambacher Schloss ziehen und den Politikern, die die Grundlagen unseres Wohlstandes bewusst zerstören, unmissverständlich klar machen, dass ihre Zeit in diesem Land definitiv abgelaufen ist. Wir, die bürgerliche Mehrheit des Volkes, werden nicht zulassen, dass von Berlin aus nach 1914 und 1939 nun das 3. Mal politische Wirrköpfe die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands in Trümmern legen.
würde John F. Kennedy heute vom Rathaus in Schöneberg noch einmal seine berühmte Rede zum Thema Freiheit und Kommunismus halten, so würde er im Angesicht des Zerfalls der Berliner Republik und im Konsens mit der Mehrheit dieses Volkes seine Rede mit dem Satz beenden: And therefore, as a free man, I take pride in the words, ich bin kein Berliner. Ein herzliches Dankeschön an Dr. Koranek. Weißes Papier und schreib was Neues drauf. Wer hat dieses Manuskript geschrieben? Wollen wir wirklich lieber Krieg als Frieden? Sie folgen blind und voller Stolz, sie befolgen den Befehl. Haben doch keinem was gewollt, die Diener des Systems. Für die Ordnung, für das Land, Loyalität ist ihre Pflicht. Wütend mit erhobener Hand, gegen wen, das sehen sie nicht. Ich frag mich, wer und was macht ihren Blick so leer? Ich frag mich, wer? Wer hat dieses Manuskript geschrieben? Wer will wirklich lieber Krieg als Frieden? Wer schreibt die Zeilen in das Drehbuch? Die Medien schweigen, dass es weh tut. Wer hat dieses Manuskript geschrieben? Wer will wirklich lieber Krieg als Frieden? Ich nehm's zu mir und reiß die Seiten raus. Weißes Papier und schreib was Neues drauf. Wer hat dieses Manuskript geschrieben? Wollen wir wirklich lieber Krieg als Frieden? Oh, oh, oh. Sie sind Tagesschausprecher, Nachrichtenredakteure, Polizisten und Schwerverbrecher, Friedenshüter, Kontrolleure. Sie sind Lehrer, Richter, Kritiker, Schauspieler und Politiker. Durch ständig Wiederholen wird es einfach nicht richtiger. Ich frag mich, wer hat dieses Manuskript geschrieben? Wer will wirklich lieber Krieg als Frieden? Wer schreibt die Zeilen in das Drehbuch? Die Medien schweigen, dass es weh tut. Wer hat dieses Manuskript geschrieben? Wer will wirklich lieber Krieg als Frieden? Ich nehm's zu mir und reiß die Seiten raus. Weißes Papier und schreib was Neues drauf. Ausgangssperren zu widersetzen. Sie verlieren ihren Arbeitsplatz, ihre Zulassung, müssen Geschäftsschließungen hinnehmen und verlieren manchmal sogar das Sorgerecht für ihre Kinder,
weil sie sich weigern, die Impfvorschriften einzuhalten. Sie werden aus den sozialen Medien verbannt, weil sie ihre Meinung sagen. Sie opfern Konzerte, Sport, Skifahren, Reisen, das Studium, ihre Karriere und ihren Lebensunterhalt. Sag mal, haben wir unser Herz verloren? Sag mal, wollen wir denn echt, dass Kinder heute leiden, Fremde über sie entscheiden, was sie tun sollen und was nicht? Sag mal, haben wir unser Herz verloren? Wir lassen Menschen allein, nur weil andere uns sagen, es sei zu riskant, wir sollen lieber auf Abstand sein. Wir sind so viele Menschen, so viele Potenziale, so viele Macher, Kreative und Geniale, so viele Träume, wir machen uns bereit, denn es kommt die Zeit, Zeit, dass wir wieder links neben uns ist ein Denkmal für Menschen, die in Deutschland, von Deutschen, von einem ganz schlimmen Staat sehr, sehr schlecht behandelt worden, um es einfach mal so zu sagen. Wir werden jetzt an diesem Denkmal schweigend vorbeiziehen, ohne Trommeln, ohne Moderation, ohne Trillerpfeifen, ohne Musik, einfach mal die Fresse halten. Und die Menschen, die links und rechts am Straßenrand stehen, möglicherweise gegen Proteste, wenn ihr auch ein bisschen Respekt habt und zollen möchtet, dann haltet ihr auch den Mund. Danke. Unser Widerstand ist unser größtes Gut. Die Visionen, die wir träumen, aus Fantasie erwachsen Bäume. Schau jetzt nicht weg, bewahr dir deinen Mut.